2019 erscheint Conrad Vernon und Greg Tiernans Was für ein herrlicher Morgen! Computeranimierte Version der Addams Family. Für die Anfänge siehe die gleichnamige Retrospektive. Schon gut, ich bin wach. Dieses Mal zieht die Familie nach New Jersey und muss sich gegen einen Design-TV-Star zur Wehr setzen, während sie ein großes Familienfest vorbereiten. Die CGI-Version der Addams Family hält sich designmäßig an den Originalzeichnungen, ist aber wieder an Kinder gerichtet und verfehlt damit den düsteren Ton der Vorlage. Das ist mein Kindergefängnis. Der Film ist unterhaltsam, kommt aber zu keiner Sekunde an die Original-TV-Serie oder den ersten beiden Kinofilmen auch nur ansatzweise heran. Was denn? Toller Schuss? Genial. 2021 erscheint die Fortsetzung The Addams Family 2. Wednesday hat sich von ihrer Familie entfremdet und hadert damit, dass niemand ihre Genialität, zum Beispiel ihre Erfindung, zu erkennen scheint. Das versucht sich der Erfinder Cyrus Strange zunutze zu machen und setzt einen komplexen, völlig schwachsinnigen Plan um mit gefälschten DNA-Resultaten und so weiter, der Wednesday davon überzeugen soll, dass sie seine leibliche Tochter ist. Während eines Familienurlaubs entschließt sie sich allen Ernstes zu ihm zu ziehen. Aber am Ende fliegt der Betrug dann doch auf, was für ein Schock, und sie steht doch zu ihrer richtigen Familie. Die CGI Family 2, der die Frechheit besitzt, so zu tun, als ob er auch nur irgendwas mit der Addams Family zu tun hat, hat außer müden Karlauern, hektischen Action-Szenen, einen grauenhaft unpassenden, wild zusammengepumpten Soundtrack und, obwohl komplett aus dem Hut gezogen, völlig vorhersehbarer Handlung, absolut nichts zu bieten. Man merkt direkt, dass es hier kein echtes Skript gab und daher der übliche 0815 Familienurlaub-Plot mit dem aktuellen Schurken der Woche, diesmal ein Steve Jobs-Typus, herhalten musste. Natürlich ohne Konsequenzen, bei dem am Ende alles beim Alten bleibt. Garniert mit alle 5 Minuten irgendein Action-Lamme-Witze-Gedöns, um von der fehlenden Handlung abzulenken. Hier gibt's nur uns und den wunderbaren Klang der Stille. In 2022 erscheinen bisher 8 einstündige Episoden von Tim Burtons Wednesday, die TV-Serie. Die übernatürliche Detektiv-Krimi-Geschichte handelt von Wednesday Addams als Studentin der Nevermore Academy, der Schule für Ausgestoßene. Eine von vielen Anspielungen auf Edgar Allan Poe. Nevermore, zu Deutsch Nimmermehr, ist aus dem Gedicht Der Rabe. Bis auf eiskaltes Händchen, ihr ständiger Begleiter, ist der Rest der Familie die meiste Zeit über abwesend. In einer Episode bekommt sie Besuch von Onkel Fester. Wednesday versucht, ihre aufkommenden übersinnlichen Fähigkeiten zu meistern, bestehend aus Visionen, ausgelöst durch das Berühren von Menschen oder Gegenständen, ähnlich wie die von Johnny aus The Dead Zone. Einen monströsen Amoklauf zu vereiteln. Und das übernatürliche Geheimnis zu lösen, in das ihre Eltern vor 25 Jahren verwickelt waren. Die Serie orientiert sich stark an den 90er-Jahre-Kinofilmen, ist äußerst intelligent geschrieben, sehr gut besetzt, überraschend unterhaltsam inszeniert und ein echter Geheimtipp.